30. September 38. Europa feiert den geretteten Frieden. Voreilig. Hitler hat in der Nacht zuvor das Münchner Abkommen unterzeichnet. Die Gefahr eines Krieges scheint gebannt, doch der Krieg ist nur verschoben. Die Unterzeichnung des Münchner Abkommens als Postkartenmotiv. Hitler in der Pose des ehrlichen Staatsmannes. Die Westmächte haben ihm seinen bisher größten außenpolitischen Erfolg beschert. Ein Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. In der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938 bekommt Hitler, was er will. England, Italien und Frankreich überlassen ihm das Sudetenland. Sie opfern die Tschechoslowakei, des lieben Friedens willen. Der britische Premier Neville Chamberlain kehrt als Held zurück. Nie wieder Krieg ist seine Botschaft, doch schon bald wird der Gefeierte zur tragischen Figur. In den frühen Morgenstunden des 30. September 1938 erreicht auch Prag die Nachricht von der Unterzeichnung des Münchner Abkommens. Zum Feiern ist hier niemandem zumute. Die politische Journalistin und ehemalige Freundin Franz Kafkas, Milena Jesenska, schreibt zwei Wochen später: Da liest man von der großen Anerkennung, die der Tschechoslowakei zuteil wird für die Opfer, die sie dem Weltfrieden gebracht hat. Das ist ein Irrtum. Wir brachten keinerlei Opfer, denn Opfer bringt man nur freiwillig. Die Wahrheit lautet ganz anders. Wir wurden geopfert. Über 100.000 Menschen sind bald vor den Nazis auf der Flucht. Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden. Sie zahlen als Erste den Preis für einen Frieden, der keiner ist. Auch London wird das noch zu spüren bekommen. Nur 1,5 Jahre später fallen die ersten deutschen Bomben auf die Stadt. Bereits im Sommer 1940 marschiert Hitler in Paris ein. Das Friedensversprechen von München war nichts wert. Hitler nicht mehr aufzuhalten. Seitdem ist das Münchner Abkommen das Symbol einer gescheiterten Beschwichtigungspolitik. Doch welche Lehren sind aus München zu ziehen? Bis heute eine der brisantesten Fragen überhaupt. Es gibt Momente, wo man Diktaturen zeigen muss, bis dahin und nicht weiter. Und wenn man die Fehler macht, dass man solche Zeichen nicht setzt und auch die Bereitschaft, ja, diese Zeichen auch durchzusetzen, dann entwickelt sich eine katastrophale Situation. Warnsignale gab es auch damals genug. 1938 ist Jerzy Kosta 16 Jahre alt. Als Kind einer jüdischen Familie spürt er die Gefahr früher als andere. Und doch glaubt der begabte Junge noch im Sommer 1938, an einem deutschen Gymnasium bald sein Abitur ablegen zu können. In Prag fühlt sich Jerzys Familie sicher. Noch gehören sie selbst nicht zu den Opfern, noch können sie Verfolgten aus Nazi-Deutschland helfen. Schon bald wird auch Familie Kosta um ihr Leben fürchten müssen. Für Jerzy damals noch unvorstellbar. Was die Flüchtlinge aus Deutschland berichten, macht Angst. Aber die Prager verlassen sich auf den Westen und hoffen, dass es so schlimm nicht werden wird. Während Hitler noch von Friedensliebe spricht, aber schon Krieg meint. Das ist der einzige Vorbehalt, den wir über unsere Friedensliebe aufstellen müssen. Keinem etwas zu Leide tun und von keinem ein Leid erdulden. Längst hat Nazi-Deutschland Konzentrationslager eingerichtet, flächendeckend und in aller Öffentlichkeit. Und niemandem kann das Leid der Häftlinge verborgen bleiben. The persecution of the Jews
Die Verfolgung der Juden wurde von der britischen Regierung weitgehend als innere Angelegenheit Deutschlands betrachtet. Das heißt, sie spielte keine große Rolle für Entscheidungen in der Außenpolitik. Die britische Regierung war zwar bis zu einem gewissen Grad beunruhigt über das Ausmaß der Verfolgung bestimmter Gruppen, vor allem der Juden, aber dieses Thema spielte keine entscheidende Rolle für die Außenpolitik. Hitler, ein ganz normaler Staatsmann, so möchte es London sehen. Man werde sich mit ihm schon verständigen können, dabei sind seine Kriegsabsichten nicht mehr zu übersehen. 1935 führt Hitler die allgemeine Wehrpflicht ein. 1936 besetzt er das Rheinland. Die Aufrüstung läuft auf Hochtouren. Damit verstößt er unverhohlen gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages. Aber der Protest aus dem britischen Außenministerium bleibt verhalten. Hier zeigt man Verständnis für den Wunsch Deutschlands nach militärischer Gleichberechtigung, aber nur in Absprache mit den Briten. Deshalb schickt die englische Regierung Lord Halifax im November 1937 nach Deutschland. Offiziell besucht er eine Jagdausstellung, inoffiziell trifft er auch Hitler. Er soll ausloten, wie gesprächsbereit die Nazis überhaupt sind. Sein Angebot, gegen eine friedliche Einverleibung Österreichs und des Sudetenlandes, habe England im Prinzip nichts einzuwenden. Was die Engländer nicht wissen, keine zwei Wochen zuvor hat Hitler seine Generäle bereits angewiesen, den Einmarsch in die Tschechoslowakei und nach Österreich vorzubereiten. Während Hitlers Angriffspläne auch längst Frankreich mit einbeziehen, schreibt Chamberlain an seine Schwester Ida, wie er sich eine Absprache mit Deutschland vorstellt. Gebt uns ausreichende Garantien, dass gegen die Österreicher und Tschechoslowaken keine Gewalt angewendet wird. Und wir geben euch die Zusage, dass wir die gewünschten Veränderungen nicht mit Gewalt verhindern werden. Chamberlain sieht nicht, dass Hitlers Ziele viel weiter gesteckt sind, weiter als Österreich und das Sudetenland. Rund 3 Millionen Deutsche leben damals im Grenzgebiet der Tschechoslowakei. Der Vielvölkerstaat wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Jetzt, 1938, ist er die letzte Insel der Demokratie in Mitteleuropa. Als die Weltwirtschaftskrise auch das Sudetenland besonders hart trifft, machen deutsche Nationalisten die Regierung in Prag dafür verantwortlich. Die Sudetendeutsche Partei fordert mehr deutsche Eigenständigkeit. 1935 feiert sie erstmals einen großen Sieg bei den Parlamentswahlen. Ihr Parteichef Konrad Henlein gerät zunehmend unter den Einfluss der Nationalsozialisten. Noch können die Sozialdemokraten ohne Gefahr öffentlich auf diese Bedrohung hinweisen. Noch schützt sie die Presse- und Versammlungsfreiheit. Wir lehnen die faschistische Totalität ab und geben unserer Überzeugung Ausdruck, dass für den Arbeiter vor nationale Freiheit ohne politische Freiheit wertlos ist. Aber dieser Freiheit setzt der nationalsozialistische Terror schon bald ein Ende. Immer wieder provozieren Nazis Zwischenfälle im Grenzgebiet. Und die nationalsozialistische Propaganda lässt keine Gelegenheit aus, den Konflikt weiter zu schüren. Im März 1938 zieht Hitler in Wien ein. Mit einem Ultimatum an den österreichischen Kanzler Schuschnigg hat er den Anschluss erzwungen. Jetzt hoffen auch die Sudetendeutschen auf Hitler. Gleichzeitig fliehen tausende Österreicher vor dem Nazi-Terror in die Tschechoslowakei. In London löst der Anschluss Österreichs Besorgnis aus. Aber kritisiert wird vor allem Hitlers skrupelloses Vorgehen, nicht der Anschluss selbst. Auch weil die Österreicher sich offensichtlich begeistert zeigen. Als die Nachricht vom Anschluss Österreichs den britischen Premier Chamberlain in London erreicht, spricht er gerade mit Ribbentrop, der sich vollkommen überrascht davon zeigt. Chamberlain schreibt an seine jüngere Schwester Hilda. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich 20 Minuten nach dem Mittagessen, bei dem ich mit Ribbentrop ernsthaft über eine bessere Verständigung sprach,
ein Telegramm überreicht bekam mit dem Ultimatum an Schuschnigg. Aber wenn ich mit Ribbentrop rede, überkommt mich immer eine Hilflosigkeit. Er ist so dumm, so selbstzufrieden, ohne jedes intellektuelle Fassungsvermögen. Chamberlain missbilligt zwar Hitlers Vorgehen, warnt aber im britischen Parlament vor allzu schnellen Entscheidungen. Auch wenn jetzt als nächstes die Tschechoslowakei bedroht sei, lehne er eine pauschale Beistandsgarantie für Prag ab. Das würde Hitler nur unnötig provozieren. Andererseits könne aber ein Eingreifen Englands nicht völlig ausgeschlossen werden. Das falsche Signal an die Adresse Hitlers. So sieht es Churchill. Seit langem fordert er eine Allianz der Demokratien. Die Times druckt Auszüge aus seiner Unterhausrede. Wir brauchen eine klare Erklärung der Regierung, ohne Hin und Her, ohne Zweifeln und Zögern. Die Probleme, vor denen wir jetzt stehen, werden in einem Jahr nicht kleiner werden. April 1938. Der französische Premier Édouard Daladier kommt nach London. Frankreich hat einen Beistandspakt mit Prag und fordert jetzt Rückendeckung von London und eine klare Warnung an Hitler. Beides lehnt Chamberlain nach wie vor ab. Stattdessen sollten sich die Tschechen bewegen und Zugeständnisse in der Sudetenfrage machen. Mein Vater war wütend und alle Franzosen, die ihn begleiteten, ebenfalls. Sie hatten den Eindruck, dass die Engländer nichts damit zu tun haben wollten. Und dass, falls die Franzosen gegen die Deutschen oder die Deutschen gegen die Franzosen Krieg führen würden, sie es schaffen könnten, sich herauszuhalten. Auf der Prager Burg glaubt man immer noch, sich auf die Westmächte verlassen zu können. Gleichzeitig sieht man mit Sorge, wie Hitler die Sudetendeutschen gegen die Tschechen aufhetzt. Das Dilemma für den tschechischen Präsidenten Edvard Beneš: Gewährt er den Deutschen ausgerechnet jetzt mehr Rechte, spielt das den Nazis in die Hände. Nach dem Anschluss Österreichs ist die Stimmung im Sudetenland aufgeheizt. Die Mehrheit längst eingeschworen auf die Parole Heim ins Reich. Doch offiziell muss Konrad Henlein taktieren. Deshalb tritt der Chef der Sudetendeutschen Partei auf dem Parteitag in Karlsbad noch für mehr Gleichberechtigung der deutschen Minderheit ein und für eine weitgehende Autonomie. Aber in Karlsbad fordern die Sudetendeutschen auch die volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volk und zur deutschen Weltanschauung. Konrad Henlein erhält seine Weisungen längst von Hitler persönlich. Er hält diese auch schriftlich fest. Die Tendenz der Anweisung gehe dahin, immer so viel zu fordern, wie für die tschechische Regierung unannehmbar sei. Im Mai 1938 verdichten sich Gerüchte über eine deutsche Mobilmachung. Ein Einmarsch der deutschen Wehrmacht ins Sudetenland scheint unmittelbar bevorzustehen. Die Tschechen schließen die Grenzen zum Deutschen Reich und machen ihrerseits mobil. Europa sieht sich am Rande eines Krieges. Chamberlain erholt sich gerade übers Wochenende beim Angeln. An seine Schwester Hilda schreibt er: Fakt ist, dass die Deutschen, welche Rüpel von Natur aus sind, sich allzu sehr ihrer Stärke und unserer Schwäche bewusst sind. Diese verdammten Deutschen haben mir ein weiteres Wochenende verdorben. Chamberlain schickt seinen Botschafter Henderson in Berlin los. England könne sich doch gezwungen sehen, einzugreifen. Wieder nicht mehr als eine vage Warnung an Hitler. Das Auswärtige Amt dementiert deutsche Truppenbewegungen. Die hat es in der Tat nicht gegeben. Noch nicht. Hitler ist wütend über die tschechische Mobilmachung. Von seinen Generälen fordert er nun: Bis spätestens 1. Oktober sollen sie bereit sein, die Tschechoslowakei endgültig zu zerschlagen. Im Sudetenland ist unterdessen fast die Hälfte der 3 Millionen Deutschen Mitglied der Sudetendeutschen Partei, der SDP. Wenn Hitler kommt, wollen sie nicht auf der falschen Seite stehen.
Bei den Kommunalwahlen im Mai 1938 mobilisiert die SDP ihre Wähler mit Erfolg. Sie erhält 75% der Stimmen. Mehrfach reist der Sudetenführer Konrad Henlein nach London und präsentiert sich dort als gemäßigter Interessenvertreter der deutschen Minderheit. Im Gepäck hat er eine eigens ins Englische übersetzte Broschüre. Darin beschreibt er seine Landsleute als armes, unterdrücktes Volk, dem die tschechische Regierung elementare Minderheitenrechte vorenthält. In England stößt Henlein auf viel Verständnis, vor allem bei konservativen Appeasement-Politikern. Sie treffen sich regelmäßig in Clifton. Auch Premierminister Chamberlain und sein Außenminister Halifax sind hier oft zu Gast. Die Hausherren des Landsitzes, Lady und Lord Astor, laden am Wochenende gerne die politische Elite zum Dinner. Das sogenannte Clifton-Set sorgt sich vor allem um das britische Empire. Hier gilt Nazi-Deutschland als nützliches Bollwerk gegen den Bolschewismus. Die Tschechoslowakei dagegen hat in dieser Runde wenig Fürsprecher. Ebenso wenig wie in der konservativen Presse. Man gebe Hitler das Sudetenland und er wird den Rest der Welt in Frieden lassen. Das glauben hier viele. Unter den Stammgästen in Clifton ist auch der Herausgeber der Times, Geoffrey Dawson. Bereits Anfang Juni schreibt er in einem Leitartikel, dass an der Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich kein Weg vorbeiführen werde. Chamberlain dementiert unverzüglich, das sei nicht die Haltung der britischen Regierung. Im Außenministerium in Berlin aber hat man jetzt kaum noch Zweifel. England wird eine Abtretung des Sudetenlandes hinnehmen. Während sich die Regierung in London zu keiner klaren Haltung durchringen kann, zeigen einige Vertreter der politischen Elite Englands geradezu eine gewisse Bewunderung für den deutschen Diktator. Lord Londonderry, hier 1936 mit Hitler und Ribbentrop, wirbt unablässig für eine Verständigung mit Nazi-Deutschland. Hinter fast allen internationalen Konflikten stünden die Juden, verteidigt er sogar die deutsche Judenpolitik in seinem 1938 erschienenen Buch. Sommer 1938. Die Menschen genießen die Ferien und verdrängen die Angst vor einem neuen Krieg. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Bad news, go away, call round someday. In March or May, I can't be bothered now. In Prag spüren die Menschen mehr als anderswo die Bedrohung. Noch vertrauen sie darauf, dass ihre Regierung die Sudetenkrise durch Verhandlungen mit der deutschen Minderheit friedlich lösen kann. Und noch bauen sie darauf, dass sie vom Westen nicht alleine gelassen werden. Doch für viele Kinder sind es die letzten unbeschwerten Ferien für lange Zeit. Der englische Lord Runciman kommt Anfang August 38 in die Tschechoslowakei, um zwischen der Prager Regierung und den Sudetendeutschen zu vermitteln. Obwohl Präsident Beneš sogar weitgehende Zugeständnisse macht, geraten die Verhandlungen ins Stocken. Henlein gibt sich kompromisslos und mit den anderen Parteien im Sudetenland will der englische Vermittler zunächst gar nicht reden. Der englische Lord durchschaut, dass Henlein nicht wirklich an einer Einigung mit Prag interessiert ist. Doch in seinem Bericht zeigt er viel Verständnis für die Sudetendeutschen. Ich bringe ihnen große Sympathie entgegen, sagt er, und es ist hart, von einer fremden Rasse regiert zu werden. Runciman empfiehlt seiner Regierung die Abtretung des Sudetenlandes. Nachdem Henlein sich Anfang September neue Instruktionen bei Hitler geholt hat, lehnt er am 4. September 1938 ein Autonomieangebot der Prager Regierung endgültig ab. Hitler will Krieg und sucht die Konfrontation. Wenn diese gequälten Kreaturen kein Recht und keine Hilfe selbst finden können, dann mag dies den würdigen Vertretern unserer Demokratie vielleicht gleichgültig sein. Ich möchte aber hier versichern, dass es auch deutsche Interessen gibt, die wir entschlossen sind wahrzunehmen, und zwar unter allen Umständen.
Während die Rede auf dem Parteitag in Nürnberg die Gewalt im Sudetenland weiter schürt, wächst in England die Angst vor einem deutschen Luftangriff. Der Kinofilm Things to Come bietet bereits 1936 einen Vorgeschmack auf das, was die Engländer erwarten wird. Die Alliierten beherrschen die Meere und sind auch zu Lande überlegen. Dennoch lassen sich die Briten von der deutschen Propaganda einschüchtern. Chamberlain glaubt, ein Luftangriff auf England stünde kurz bevor und die Briten seien diesem wehrlos ausgesetzt. Er schlägt Hitler ein Treffen vor. Meine Politik ist es immer gewesen, zu versuchen, den Frieden zu sichern. Und die Bereitschaft des Führers, auf meinen Vorschlag einzugehen, ermutigt mich zu hoffen, dass mein Besuch bei ihm nicht umsonst sein wird. Am 15. September 1938 fliegt Chamberlain nach Deutschland. Die Tschechen weiht die britische Regierung in ihre Pläne nicht ein. Benesch ist von Chamberlains Initiative vollkommen überrascht. Das belegen Abhörprotokolle, die die Deutschen anfertigen und den Engländern zuspielen. Chamberlain besucht den deutschen Diktator auf dem Berghof. Hier verweist Hitler auf über 300 Sudetendeutsche, die schon Opfer tschechischer Gewalt geworden seien. Dass es nur 27 Tote sind, darunter 16 Tschechen, erfährt Chamberlain auf dem Berghof nicht. Hitler droht seinem Gast jetzt mit einer Mobilmachung, wenn nicht alle Gebiete mit deutscher Mehrheit abgetreten werden. Chamberlain glaubt an eine friedliche Einigung mit Hitler. Er schreibt an seine Schwester: In einer Menschenmenge würde er nicht auffallen und man würde ihn für den Anstreicher halten, der er einmal war. Trotz der Härte und Rücksichtslosigkeit, die ich in seinem Gesicht gesehen habe, habe ich den Eindruck, es handelt sich um einen Mann, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Der französische Premier Daladier reist nach London. Er zweifelt an Hitlers Glaubwürdigkeit. Aber ohne Unterstützung der Engländer möchte auch er keinen Krieg riskieren. Stattdessen sollen wieder die Tschechen zum Einlenken gedrängt werden. In Prag meldet der Rundfunk: In einem Moment, in dem wir die größten Sorgen haben und in dem uns sogar Gewalt angedroht worden ist, haben unsere Freunde uns leider geraten, Ruhe und Frieden durch Nachgeben und Opfer zu erkaufen. Die europäische Krise sei so, dass sie uns nicht beistehen könnten. Wir haben nicht aufgehört zu demonstrieren. Die Vorwürfe richteten sich nun nicht mehr gegen Hitler oder Mussolini, sondern gegen die Vertreter Englands und Frankreichs. Die Demonstranten warfen ihnen vor, sie verraten zu haben. In Prag kann sich keiner vorstellen, dass der Westen mit Hitler paktiert. Aber genau das muss die tschechische Regierung nun bitter erfahren. Ohne militärischen Beistand bleibt ihr nichts übrig, als sich kampflos zu ergeben. Zufrieden reist Chamberlain am 23. September nach Bad Godesberg, um Hitler mitzuteilen, dass die Tschechen mit der Abtretung des Sudetenlandes einverstanden sind. Doch für alle überraschend stellt Hitler jetzt ein Ultimatum. Statt der vorgesehenen geordneten Abtretung unter internationaler Kontrolle fordern die Deutschen nun die Räumung der Sudetengebiete bis zum 1. Oktober. Nun befürchtet auch Chamberlain, dass ein Krieg kaum noch abzuwenden ist. Tschechen, Franzosen und Engländer machen mobil. Worauf die Prager immer noch hoffen, versetzt die Menschen in Paris in Panik. Der versprochene Beistand für die bedrängte Tschechoslowakei. Die Leute dachten, dass die deutsche Armee kommen würde, dass sie mit Flugzeugen über Paris auftauchen und Paris bombardieren würde. Es herrschte große Angst und viele haben in diesem Moment beschlossen, die Region Paris zu verlassen und in der Provinz unterzukommen.
Auch London bereitet sich 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg auf einen neuen Krieg vor, den Chamberlain für überflüssig hält. Es ist unglaublich, dass wir hier Gräben ausheben und Gasmasken anlegen, wegen eines Streites in einem weit entfernten Land, zwischen Menschen, von denen wir nichts wissen. Ich glaube, ich fuhr gerade im Auto in Yorkshire, als ich die Ansprache im Autoradio hörte, und ich war total wütend. Dennis Healey demonstriert wie viele andere gegen die Appeasement-Politik. Nur 10% der Briten wollen einen Frieden um jeden Preis. 40% sprechen sich in einer Umfrage gegen Chamberlains Politik aus. Die Appeasement-Gegner, allen voran Winston Churchill, wollen Hitler jetzt stoppen, notfalls auch militärisch. Sorgenvoll blickt Churchill von seinem Landsitz auf England. Die beste und sicherste Aussicht auf Frieden ist eine schnelle und organisierte Bündelung aller Kräfte großer und kleiner Nationen gegen eine nicht nur militärische, sondern auch moralische Bedrohung. Kapitulation oder Krieg? Hitlers Ultimatum? Entweder übergibt Benesch sofort das Sudetenland oder Deutschland greift an. Und hinter mir, das mag die Welt wissen, marschiert jetzt ein Volk. Und zwar ein anderes als das vom Jahr 1918. Wir sind entschlossen, Herr Benesch mag es wählen. Doch nicht alle Deutschen wollen jetzt schon für Hitler marschieren. In Berlin laufen die Vorbereitungen für einen Putsch. Auch das Militär will keinen Krieg, jedenfalls nicht jetzt. Noch sei die Wehrmacht zu schwach, um es mit England, Frankreich und der Sowjetunion aufzunehmen. Zum Verschwörerkreis um General Beck gehören auch Hitlergegner wie Hans von Donani. Seit seiner Zeit als Referent im Reichsinnenministerium hofft er auf eine Gelegenheit zum Putsch. London ist über die Putschpläne deutscher Militärs genau informiert, verweigert aber den Verschwörern jede Unterstützung. Sie waren schlicht der Meinung, dass es an den Deutschen wäre, etwas gegen ihre Führung zu unternehmen und nicht Sache der Briten oder der Franzosen, ihnen mit einem Weltkrieg auszuhelfen. Das war die lakonische Sicht, die sie hatten. Wenn die Deutschen ihren Führer loswerden wollen, dann sollen sie das tun. Und wenn sie das getan haben, dann könnte etwas von außerhalb passieren. In der tschechischen Botschaft in London ist man verunsichert. Kann man sich wirklich auf die Briten verlassen? Während Chamberlain längst bereit ist, Hitlers Preis für den Frieden zu zahlen, gibt sich der Botschafter Jan Masaryk als Vertreter der kleinen Staaten noch kämpferisch. Diese Zwerge tragen das Banner der Freiheit und das Banner Gottes und wir sind bereit, falls nötig, es zu verteidigen. In deutschen Abhörprotokollen ist nachzulesen, wie verzweifelt Masaryk versucht, den Briten klarzumachen, was ein Eingehen auf Hitlers Ultimatum bedeuten würde. Es handelt sich um die sofortige Übergabe des ganzen Staates in die Hände Hitlers. Das weiß Chamberlains Kabinett, das unentwegt tagt. Doch flehend schreibt der britische Premier dem deutschen Diktator: Ich kann nicht glauben, dass Sie die Verantwortung für einen neuen Weltkrieg übernehmen wollen, nur weil sich die Lösung eines langjährigen Problems einige Tage verzögert. Chamberlain hält gerade eine dramatische Rede im Unterhaus, als ihn Hitlers Antwort erreicht. Er stimmt einer Konferenz in München zu. Jubel nicht nur im britischen Parlament. Am Morgen des 29. September 1938 fliegt Chamberlain nach München. Frieden in Europa, das ist mein Ziel. Und ich hoffe, dass diese Reise den Weg dahin eröffnet. Hitler wird das Sudetenland problemlos bekommen, am Verhandlungstisch. Aber er will es lieber erobern, als Kriegsheld. Das jedenfalls glauben die Diplomaten im Auswärtigen Amt. Sie befürchten einen Krieg, den Deutschland noch nicht gewinnen kann. Davon ist auch Staatssekretär Ernst von Weizsäcker überzeugt. Ernst von Weizsäcker spricht mit den Botschaftern von England, Frankreich und Italien ab, dass Mussolini den Vermittler spielen soll. Im Führerbau beginnt am frühen Nachmittag des 29. September 1938 die Münchner Konferenz. Eine Teilnahme der Tschechen an den Verhandlungen ist nicht vorgesehen.
Auch die Sowjetunion fehlt. Während die erwünschten Teilnehmer der Konferenz eintreffen, wird eine kleine tschechische Delegation am Flughafen von der Gestapo empfangen. Sie hat hier keinen Zutritt und muss das Ergebnis der Konferenz in ihrem Hotel abwarten. In Hitlers Arbeitszimmer wird das Schicksal der Tschechoslowakei endgültig besiegelt. Geladen hat Hitler außer Mussolini den französischen Staatschef Édouard Daladier und den britischen Premier Neville Chamberlain. Hitler hat leichtes Spiel. Das Ergebnis der Konferenz steht schon vorher fest. Die Tschechoslowakei muss das Sudetenland abtreten. Bis in die Nacht wird verhandelt. Aber es geht nur noch um die Modalitäten. Durch das Abkommen vom 29. September 1938 in München kehrte das Sudetenland heim ins große deutsche Vaterland. Und zwar zu Hitlers Bedingungen. Ab 1. Oktober darf die Wehrmacht ins Sudetenland einmarschieren. Mit einer Garantieerklärung für die Rest-Tschechoslowakei versuchen die Westmächte ihr Gesicht zu wahren und müssen wissen, dass sie das Papier nicht wert ist. Chamberlain vereinbart ein weiteres Treffen am nächsten Morgen, in Hitlers Privatwohnung. Zurück in England präsentiert er stolz eine Nie-wieder-Krieg-Erklärung. Hier ist das Papier, welches sowohl seinen Namen als auch meinen trägt. Wir betrachten das Abkommen, das letzte Nacht unterzeichnet wurde, und das englisch-deutsche Flottenabkommen als symbolisch für den Wunsch beider Völker, niemals wieder Krieg gegeneinander zu führen. Édouard Daladier ist nicht so optimistisch. Er weiß, England und Frankreich haben zwar die Tschechoslowakei verraten, aber die Kriegsgefahr ist damit noch nicht gebannt. Seinem Sohn Jean, der enttäuscht ist, dass er nun nicht in den Krieg ziehen darf, sagt Daladier, du wirst deinen Krieg noch früh genug bekommen. Im September 1939 wird Hitler Polen überfallen. Der 1938 so teuer erkaufte Frieden wird kein Jahr halten. Am frühen Morgen des 30. September spricht sich das Ergebnis der Münchner Konferenz in Prag herum. Die Menschen können es nicht fassen. Im tschechischen Rundfunk spricht General Sirovi. Wir wollten zum Frieden beitragen. Gerne würden wir beitragen, aber nicht so, wie es von uns erzwungen wurde. Man hat uns verlassen. Wir sind allein. Kaum ein halbes Jahr später marschiert die Wehrmacht in Prag ein. Die Westmächte sind schockiert und schauen tatenlos zu. Der Terror der Nazis beginnt.